So, also Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn können jetzt auf YouTube eingeladen werden und zugucken, was wir hier so Tolles machen. Das läuft jetzt, hoffentlich ohne Ton. Ich frage mal Leo. Leo, bist du da? Hast du das im Blick? Leo ist nicht zu sehen. Wo ist er denn? Hi Stefan, ich bin da. Ah. Bei mir wird der jetzt angezeigt, der Livestream, ja. Super. Und hast du zufällig den Ton auch schon mal ausprobiert? Vielleicht sollten wir mal singen gemeinsam. Ja, dann leite doch Stimm mal da mal an. was an. Ja, ich hätte Hast noch du eine einen Gitarre Tauziehen dabei? rein. Nee, heute nicht. Ja, das ist schade, das wäre jetzt genau der Zeitpunkt. Ja, so vom prasselnden Kaminfeuer im Hintergrund, sowas, ne? Ja. Ich kriege manchmal die Einstellung bei den Teilnehmern nicht. Wir fehlen so ein bisschen die Schnittchen und der kleine Kaffee und den Kuchen, den wir sonst immer so toll Ach vom Balkon Mensch. kriegen. Tja, ich glaube, Tja. das wird erst nächstes Jahr wieder was. Genau. Du kannst ein bisschen Tee haben von mir, wenn du willst. Mach den Mund auf. Pass. Pass auf deine Tastatur auf, gell? Ja, ich mach mal Wisst ihr, groß. was ich. Oh, ich wollte mir ein Stück Schokolade aus dem Keller holen, deswegen war ich da. Und dann habe ich im Keller gestanden und dachte, was machst du hier? Und dann habe ich mir was aufgeräumt und wieder hoch, dachte, das wird vielleicht der Plan gewesen sein, ne? Aber ich hatte keinen Plan mehr haben. Bitte? Bei uns gab es Mandarinen immerhin. Und Das ist jetzt echt Pralinen. ein Problem für mich. Ich sitze jetzt hier oben und da unten weiß ich, dass da Ferrero Rocher liegen. Und es ist so weit weg und ich wollte mir eins holen. Du hast noch 2 Minuten, Isa. Also, nee, man muss Ziele haben. Ich setze es mir auf die Kaffeepause. Aber es ist echt irgendwie traurig. Das ist so, dass ich mich selber ausgetrickst habe in meinem Kopf. Außerdem hast du Kinder, ist nicht gut, wenn die unten liegen. Wo? Die Kinder oder die Schokolade? Die Schokolade. Die dürfen ja nicht in den Keller. Doch sind die so klein, da kann man denen sowas noch verbieten. Noch. So, ich habe Herrn Kopatz auch schon gesehen. Herzlich willkommen, wenn Sie mich jetzt Sehr hören können. gut. Irgendwie ist Ja, er gerade. herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir legen auch gleich richtig los. Wir sind jetzt 90 Teilnehmer. Ich habe die genaue Zahl gar nicht im Kopf. Wie viel wäre denn die genaue Zahl? Ich Kann glaube, man es das denn ist gut ein. erkennen? Ja. Ja, sehr gut. Oh, naja, obwohl, also die Folien meinen sie? Nee. Also lieber bei Bildschirmteilung. Nee, 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 so einfach nicht. Oder. Also gestern waren die Teilnehmer zufrieden, davon mal abgesehen. Naja, Echt? wenn wir. Die hatten wohl echt gute Augen, die Teilnehmer. Oder riesige Riesenbildschirme. Herr Kuppert, sagen Sie mal was bitte. Ja, ich sag jetzt was. Ich wollte nur mal gucken, weil jetzt sieht man sie größer, aber es ist trotzdem sehr gewöhnungsbedürftig. Also, Sie sind sehr gut zu sehen, der Bildschirm semi. Ja, so und dann vielleicht. Also das Schöne daran ist ja, dass dann so ein richtiger, so ein gutes Vortragsfeeling rüberkommt. Und sonst ist ja die Folie sehr zentral. Also die Schrift hinter dem hellen Feld lässt sich da nicht mehr lesen, das andere ahnen. Mindestens müsste man dann auf Sprecheransicht umstellen, damit man was sieht. Ja, das ist auf jeden Fall so. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Kamera näher ran oder den Bildschirm zu bewegen, irgendwas von beiden vielleicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, das wäre super. Also so ist nicht ausreichend. Noch Jetzt ein super bisschen. Zoom, dann ist gut. Also für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn Vorträge laufen, empfiehlt es sich ohnehin, die Sprecheransicht auszuwählen. Also oben rechts Ansicht, Sprecheransicht. Denn sonst sieht man ja nur die vielen kleinen Rechtecke auf dem Feld.
So, was meint ihr denn? Wir haben jetzt 98, wir warten noch, bis die 100. Teilnehmerin eintrudelt. Dann legen wir los. Jetzt schnell nochmal Werbung machen auf allen Kanälen. Also im Livestream sind jetzt gerade 23 Teilnehmer. Sehr schön, wunderbar. Kommen sicher auch noch ein paar dazu. Gibt es, ich frage mal an meine Kollegen, gibt es noch irgendwelche Hinderungsgründe, jetzt loszulegen? Also das mit dem 100, das war ein Spaß. Es könnte ja sein, dass wir das gar nicht schaffen. Ich könnte mich noch mit zwei Handys anmelden, dann würde das klappen. Okay, ja dann, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sind. Eigentlich wollten wir ja in Kaiserslautern das Ganze machen, diese Sause starten. Aber tja, das hat nicht geklappt. So ist es zurzeit und deswegen bin ich super froh, dass ihr alle digital bei uns seid. Wir werden das Ding rocken, glaube ich. Den Übergang gestalten, Bilanz ziehen und strategisch in die neue Förderperiode. Das ist unser Titel und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, die alte Förderperiode oder die laufende Förderperiode gut abzuschließen, einen guten Weg für den Übergang zu finden, um dann durchzustarten in die neue Förderperiode. Die ersten Interessenbekundungen sind ja bereits ausgerufen worden oder eingefordert worden von zwei Ländern, soweit ich weiß, wahrscheinlich sind es mehr. Ich bin wieder nicht gut informiert. Ein herzliches Willkommen auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die über YouTube zuschauen. Ich habe es hier in der Runde schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, wir streamen die Plenumsphasen auf YouTube heute bis etwa 14 Uhr, morgen dann ab 9.30 Uhr bis zur Mittagspause und den Schluss der Veranstaltung ab 3:30 etwa. Alle diejenigen, die nicht abgebildet werden wollen, nicht gezeigt werden wollen, müssten dann ihre Kamera ausschalten. Ich würde jetzt gerne nochmal für alle die, die es schon gemacht haben, die wissen, wie es läuft, alle anderen lernen es jetzt kennen, nochmal Mentimeter einstellen mit der Frage, wie ist eure Stimmung gerade? Und zwar funktioniert das ganz einfach. Wenn ich es denn könnte, würde ich das auch machen. Tja. Ihr geht auf menti.com. Ich habe gerade hier ein kleines Problem. Auf menti.com die Adresse und gebt den Code 41268384 ein und sagt, wie eure Stimmung gerade ist. Alle die, die es schon gemacht haben, haben ihr Vote schon verteilt. Die können das nicht nochmal machen. Ich teile das jetzt auch nochmal hier im Bildschirm. Und dann seht ihr, was da passiert. Gespannt, passt schon, gut. Vor allem gespannt, gute Stimmung, das ist schön. Vorfreudig, voller Vorfreude. So lala. Na, hoffentlich ändern wir das noch ein bisschen. Wir werden viel dafür tun, dass das so ist. Unten rechts sieht man, wie viele schon gewotet haben. Also menti.com 41 26 83 4. Und am besten lasst ihr dann das Menti auf dem Zweitgerät oder im Tab oder wo auch immer ihr das aufgemacht habt, weil wir haben dann noch zwei weitere Fragen heute. Dann muss man sich nicht nochmal mit dem Code einwählen. Aber die meisten sind gut drauf, beziehungsweise gespannt. Das ja, ist auch schon mal, das ist super. Schön zu hören. Ich finde es auch total gut, dass wir jetzt hier, jetzt sind wir nämlich 102 Leute, sehe ich gerade. Toll. Okay, ein bisschen geht noch. Also, gespannt ist eindeutiger Spitzenreiter. Gut geht es auch sehr vielen. Interessiert, erwartungsvoll, sehr schön. Und passt schon und so, lala, damit werden wir auch umgehen. Okay, ja, vielen Dank. Ich sehe gerade, wir haben mehr Votes als Teilnehmerinnen, aber das ist auch gut, ja. Na, gut. Die vom Livestreamer nehmen wir auch noch teil. Ach, ne? Die Livestreamer, super, ja. Also nochmal herzlich willkommen. Das habe ich ausgeblendet. Ja, das muss ich erst noch lernen. Das ist mein erster Livestream. Okay, also
es geht immer noch weiter. Ich bin begeistert. Immer noch gespannt. Juhu. Okay. Ich mache gleich noch ein paar technische Hinweise und vorher würde ich aber gerne das Team und diejenigen, die eine aktive Rolle heute spielen, vorstellen und würde jetzt an dieser Stelle tatsächlich das Mentimeter stoppen. Also vielen Dank. Wir hoffen, dass das mit dem Gespannt auch dann eingelöst wird und dass wir auch was liefern, auf das man gespannt sein kann. Wir alle zusammen, denn es gibt ja auch sehr viele aktive Phasen, wo ihr auch alle gefragt seid. Okay, gut. Jetzt habe ich die Bitte an euch alle, die Kameras auszuschalten. Und links Video beenden, da fliegt man nicht aus dem Zoom, sondern man schaltet nur die Kamera ab. Ich mache meine auch gleich aus. Stefan, und die Sprecher an sich. Ja. Es gibt nur eine schöne Nachricht an dich in den Chat. Da steht drin, dass du der neue Livestreamer-Gott bist vom Mathematik. Ja, that's me. Da muss ich auch mal kurz reinkrätschen. Das darfst du. Mein Livestream-Gott. Das darfst du gerne. Vielen Dank. Ja, Mercedes. Ich habe gerade gestern gelernt, wir leben in einem Land, in dem man an alles glauben darf. Okay, und an alle. Jetzt würde ich gerne erstmal das DVS-Team vorstellen, ja? Vielleicht nochmal die Aufforderung an alle, die Ansicht zu ändern, die Kachelansicht einzustellen, damit man jetzt möglichst viele sieht. Ja, genau. Also wählt in Ansicht die Galerieansicht, dann sieht man die Bildschirme. So, jetzt würde ich gerne meine DVS-Kolleginnen vorstellen und da wäre zuerst Sophia Neuhoff. Sie sorgt heute vor allem für die Gruppeneinteilung. Da ist Sophia, hi, okay, Zoom sortiert doch nicht so elegant, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ich habe heute eine neue Funktion kennengelernt, alle abgeschalteten Videos ausblenden. So, jetzt sieht man zwei Personen, mich sollte man eigentlich gar nicht sehen, aber jetzt sieht man nur eine Person, nämlich Sophia. Also, schön, dass du dabei bist. Leo Kling sorgt dafür, dass der Livestream läuft und sammelt die Feedbacks im Livestream ein. Das haben wir noch gar nicht gesagt, das blenden wir gleich nochmal ein. Feedbacks aus dem Livestream über die E-Mail-Adresse Übergang mit ue@ble.de. Wir blenden das gleich auch nochmal ein, damit das auch sichtbar ist. Sophia und Leo haben bei der Orga alles gegeben und wir wollten ja eigentlich in Kaiserslautern die Veranstaltung machen. Das war auch schon alles fertig. Und dann kam Lockdown Light. Zum Thema Livestream, ein Gruß an Susanne Schniete und vielen Dank. Die hat uns beim Livestream-Aufsetzen geholfen. Die nächste in der Runde ist Anke Wehmeier, technischer Support. Anke, ich weiß gar nicht, bist du angerufen worden? Ja, ich bin tatsächlich einmal angerufen worden. Ansonsten bin ich erstaunt, wie gut es mittlerweile bei allen funktioniert. Großartig. Ja, das ist genial. Das freut mich. Schön, dass du dabei bist. Anke macht nicht nur technischen Support, sondern begleitet einen der Workshops heute und morgen. Genauso wie Moritz Kirchesch. Ich rufe Moritz. Hallo Moritz, moin moin. Ja, hallo. Isabel Fries, Jan Swoboda. Oh, jetzt mache ich wieder live. Hallo. Anke, hey. Kamera anlassen. Ja, genau, Kamera anlassen. Genau, Isabella Mahler kommt morgen dazu. Die ist jetzt in einem anderen Workshop. Steffi Müller und ich. Wir haben uns diese Veranstaltung ausgedacht und zusammen mit Sophia und Leo vorbereitet und wir begleiten hier durchs Programm. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Stefan Gothe, der leider keinen Kaffee bekommen hat, aber leckeren Kaffee zu Hause hat. Stefan hat das Konzept für die Workshops mit uns entwickelt und ist heute quasi er ist der Moderatorengott heute, wenn ich der Livestream-Gott bin. Frank Bartelt ist auch dabei. Er hält morgen einen Vortrag. Hallo, Herr Bartelt. Und gleich dran ist Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut, aber da sagt Steffi gleich noch was zu ihm. Herr Kopatz, sind Sie da? Wir werden ihn gleich im Vortrag sehen. Dann an dieser Stelle allen Fallgeberinnen und Fallgebern für heute und morgen, 10 Personen. Wenn ihr euch einschalten wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich nenne jetzt nicht alle Namen. Euch schon mal ein ganz herzliches Danke. Die Fallgeberinnen und Fallgeber stehen Rede und Antwort in den Workshops und hoffentlich wird ihnen die Schwarmintelligenz zugutekommen. Das ist der Plan. Also Schwarm, sei intelligent. Jo, jetzt würde ich gerne noch mal eine technische Folie einblenden.
Anke hat es ja eben schon gesagt, es ist wahrscheinlich schon fast unnötig, aber vielleicht machen wir das doch noch mal ganz kurz. Und wer will, kann die Kameras auch wieder einstellen. Genau, Kameras gerne wieder einstellen. Und ich kämpfe mit der Technik. Juhu. Das wollte ich haben. Seht ihr das alle? Technische Hinweise, weiße Hintergrundfolie. Ja. Genau, nochmal Zoom für die, die noch nicht so viel gezoomt haben. Also unten sieht man jetzt die Hauptmenüleiste. Ich blende jetzt hier mal Audio und Video ein. Da sind diese kleinen Pfeilchen. Da kann man nochmal an seinen Audio- und Videoeinstellungen herumprobieren, anderes Mikro wählen, eine andere Kamera wählen gegebenenfalls. Wenn man auf diesen kleinen Pfeil bei Audio klickt, kommt dieser Dialog. Also so sieht es bei mir aus. Das sieht auf jedem Rechner anders aus, weil es ja unterschiedliche Hardware-Teile sind. Video sieht so aus bei mir. Klickt man auf die Teilnehmer, ganz wichtig, auch zum Umbenennen. Ne, die Länderkürzel, ich sehe, es sind noch nicht überall Länderkürzel drin. Meine Bitte, schreibt hinter euren Namen das Länderkürzel. Und das geht so, indem ihr einfach auf euren Namen in der Teilnehmerliste geht, auf Umbenennen klickt und den Namen ergänzt. Der Chat, jetzt ist hier eine falsche Reihenfolge. Nee, das stimmt gar nicht so. Das war doch richtig. Unten unter der Teilnehmerliste seht ihr verschiedene Symbole. Die blaue Hand ist interessant und wichtig für heute. Das heißt, ich möchte was sagen, nachher in den Diskussions- und Fragephasen. Ne, dann sieht man neben eurem Namen diese blaue Hand. Die sieht dann so aus, steht neben eurem Namen und dann sehen wir, dass ihr euch zu Wort gemeldet habt. Last but not least, der Chat. Das ist jetzt ein Chat aus einem anderen Zoom-Call. Auch da Anmerkungen und Fragen und so schöne Dinge wie Götzenanbetungssprüche reinschreiben. Genau. So. Hier nochmal die Adresse, jetzt auch für die Livestreamer, übergang@ble.de. Das ist die E-Mail-Adresse, über die ihr uns aus dem Livestream erreicht. Anke Wehmeyer ist immer noch am Telefon, wenn irgendwas gar nicht mehr geht, oder ihr postet in den Chat, wenn ihr technische Probleme habt. Jo, dann würde ich jetzt einfach wieder darauf gehen und Steffi das Wort geben. Ja, danke schön, Stefan. Ja, also auch nochmal Hallo von mir. Hier nochmal so ein ganz kurzer, ja, ganz kurz mal eingeblendet, was sie euch heute erwartet. Gleich starten wir mit unserem ersten Input, der heute auch der einzige ist, der im Livestream zu sehen ist. Da sage ich gleich noch, führe ich gleich nochmal mehr ein. Dann haben wir im Anschluss einen kleinen Erfahrungsaustausch zur Übergangsphase, vor der Kaffeepause dann quasi, und nach der Kaffeepause geht es dann weiter mit unseren Workshops, die dann je nach Anmeldekategorie quasi bis 16.30 Uhr oder 17.45 Uhr enden. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, Sie bekommen das, wofür Sie sich angemeldet haben, in unserem zweiten Aufruf. Also genau. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt den ersten Referenten quasi vorstellen kann. Wir wollten die Veranstaltung starten mit einem Vortrag, der vielleicht auch so ein bisschen dazu einlädt, halt die Übergangsphase als Chance zu begreifen, auch vielleicht schon als Chance quasi, um auch vielleicht mal neue Dinge anzustoßen in der Region. Und darf Michael Kropatz, Dr. Michael Kropatz vom Wuppertal-Institut vorstellen. Er ist gelernter Sozialwissenschaftler, der sich sehr viel mit Umweltthemen auseinandersetzt. Also da halt auch schwerpunktmäßig im Bereich Klimaschutz. Und er forscht halt auch sehr viel zu sozialkulturellen Transformationsprozessen und hat zum Beispiel auch den Begriff Ökoroutine, vielleicht kennt ihn der eine oder andere auch schon, geprägt. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben, wo es einfach darum geht, wie kann ich Rahmenbedingungen ändern, um eben Verhaltensänderungen quasi herbeizuführen. Und genau, darum geht es ja auch so ein bisschen in den Niederregionen jetzt, also was wollen wir eigentlich verändern, was wollen wir beibehalten? Und aktuell forscht Michael Kropatz zu dem Projekt Wirtschaftsförderung 4.0, ist dort der Projektleiter. Und ja, ich glaube, dieses Projekt ist einfach auch für die Niederregionen sehr spannend, weil es eben sehr viele Schnittstellen hat zu dem, was auch in Niederregionen schon passiert. Zum einen im Bereich halt regionale Wertschöpfung oder auch was kooperative Wirtschaftsformen angeht.
Ja, ich freue mich, dass Sie heute zwar nicht in Kaiserslautern, aber hier online sind. Dadurch können immer mehr Leute Ihnen folgen. Und genau, freue mich auf Ihren Vortrag. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir... Sie wollen ihn jetzt wirklich an dem Bildschirm zeigen, oder? Den Vortrag? Ja. Okay, dann würde ich alle mal kurz bitten, die Sprecheransicht wieder einzustellen. Oben rechts. Und genau, vielleicht können Sie einfach mal kurz sprechen, dass wir sehen, ob das wirklich gut zu sehen ist. Sonst würde ich vielleicht doch eher auf die Bildschirmteilung zurückgreifen. Also abgesehen davon, dass es jetzt gar nicht so einfach ginge, hat mein Sprechen ja wenig mit der Bildqualität zu tun. Ich kann auch schon mal sagen, dass ja oder doch, Sie wiegen den Kopf. Ja, ich weiß noch nicht so, ich habe Sie noch nie vortragen gehört, deshalb kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber die Frage ist ja, wie wichtig, also man sieht ja zum Beispiel nicht, was in den Sprechblasen drin ist. Ja, okay. Aber vielleicht, wenn Sie sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, Sie zeigen auch, glaube ich, viele Bilder dann, die kann man dann vielleicht auch wieder erkennen. Also wir können ja vielleicht auch mal starten und gucken, wie es dann läuft. Genau, wenn es nicht passt, dann sagen Sie Bescheid, dann müssen wir vielleicht auch noch mal ändern. Aber es kommt tatsächlich mehr darauf an, was ich erzähle. Schönen guten Tag zusammen. Ich danke für die Einladung, dass ich auf diesem Weg jetzt dabei sein darf und möchte gleich vorweg schicken, worüber ich jetzt erzähle, ist kein Projekt mehr im klassischen Sinne, sondern hat sich in Osnabrück bereits etabliert, gehört dort fest zur Wirtschaftsförderung dazu. Und mittlerweile machen einige weitere Städte mit. Das hat nur noch insofern Projektstatus, weil wir diese Projekte in Wuppertal, Witten und Witzenhausen gerade begleiten. Ja, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist Wirtschaft überhaupt? Und Wirtschaftsförderer achten eigentlich immer nur auf die geldbasierte Wirtschaft, also wenn Geld ausgetauscht wird. Und wenn ich bei meinem Nachbarn den Rasen mähe und ich bekomme dafür als Dankeschön einen Korb Äpfel, dann hat hier ein wirtschaftlicher Austausch gefunden von Ware gegen Dienstleistung. Jetzt bei der Corona-Krise wird es so gewesen sein, oft vorgekommen sein, dass Leute sich haben privat die Haare schneiden lassen. Vielleicht hat Peter die Haare geschnitten und der Peter hat umgekehrt den Tisch repariert. Hier hat also Ware gegen Dienstleistung ein Austausch stattgefunden. Und deswegen ist es wichtig, dass in der Wirtschaft die Wirtschaftsförderung nicht nur sich darauf konzentriert, was über Geld stattfindet, sondern das, was nicht über Geld getragen wird. Die Hälfte aller in Deutschland geleisteten Arbeit wird nicht bezahlt. Und gerade jetzt in diesen Krisenzeiten kann es besonders wichtig sein, wenn Menschen wenig Einkommen haben oder dass sie dann also über andere Wege an Waren und Dienstleistungen kommen, als nur über den klassischen Austausch von Euros. Und deswegen empfehle ich von der reinen Unternehmensförderung, und da sehe ich, dass ist das im überwiegenden Sinne zu verstehen, oder die meisten Wirtschaftsförderer sprechen von machen eine reine Unternehmensförderung und weniger eine Wirtschaftsförderung, eine Förderung der Wirtschaft insgesamt. Das Konzept der Wirtschaftsförderung 4.0 hat viele Geschäftsfelder, insgesamt 5. Ich gehe jetzt auf einige ein. Ich glaube, ich habe 20 Minuten Redezeit ungefähr, 20 bis 30 hieß es. Das habe ich jetzt ungefähr eingeplant. Das erste Geschäftsfeld ist die Sharing Economy. Und da denken ja viele an so, das ist ja eine ganz niedliche Sache, Teilen von Produkten und Geräten und ist doch nur ein Nischending, aber seit Uber wissen wir, dass es ein Milliardengeschäft sein kann, Dinge zu teilen. Auch das Carsharing fing einmal klein an. Ich weiß noch, als ich in Wuppertal das 120. Mitglied war, das hat sich über ungefähr 10 Jahre nicht geändert, weil ein kleiner Verein halt schnell an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Aber dann wurde das Ganze professionell. Heute wird es millionenfach genutzt. Aber Ende der 90er haben es halt meistens Vereine gemacht. Es ging nicht richtig voran. Und in Wuppertal sind wir hier in Osnabrück die Stadtwerke mit eingestiegen und haben das Ganze professionalisiert. Also eine bessere Marketingstrategie gefahren, das Produkt bekannter gemacht, die Technik weiterentwickelt. Und schnell waren mehr Fahrzeuge da und viel mehr Nutzer. Und mittlerweile ist das ja ein Boommarkt.
in dem auch Arbeitsplätze entstanden sind. Anderes Stichwort Social Business, auf das ich hier nur kurz eingehe. Die ganzen Sozialunternehmen, das kann man bei Ihnen jetzt nicht erkennen, aber Pflegedienste, Migration, Wohnfürhilfe, Sozialkäufer, Kaufhäuser, also Repair-Café, Freiwilligenagentur, Elterninitiativen, all das sind Sozialunternehmen. Und allein in Osnabrück die heilpädagogische Hilfe hat 1.500 Beschäftigte. Wenn wir da jetzt noch den Paritätischen Wohlfahrtsverband nehmen, haben wir nochmal 1.000 Beschäftigte, dann kommen die Krankenhäuser dazu. Also der größte Teil des Arbeitsmarktes wird über Sozialunternehmen gestellt und da sitzen auch die meisten Arbeitsplätze. Doch die Wirtschaftsförderung fragt überhaupt nicht, was können wir denn tun, damit es für euch noch besser läuft. Und das ist wichtig zu erkennen, dass es hier um eine tragende Säule der Wirtschaft geht. Dieses Foto habe ich in Frankreich gemacht, zwei ältere Herren in einem Café. Dieser Ort hatte vielleicht insgesamt 800 Einwohner oder 500 Einwohner. Trotzdem haben die dort die Pastete vom Schlachter um die Ecke, das Brot vom Bäcker um die Ecke, sitzen in einem Café, davon gab es auch zwei in dem Ort. Und den Wein haben sie in einem kleinen Supermarkt um die Ecke gekauft. In Deutschland sähe ein Dorf mit 800 Einwohnern hätte in der Regel nichts mehr. Ja, da gibt es kein einziges Geschäft und wahrscheinlich noch nicht mal im Dorfladen, weil selbst also 800 Einwohner ist dafür noch zu klein. Und dann darf man sich ja die Frage stellen, was läuft in Frankreich eigentlich anders, dass solche ländlichen Strukturen einfach noch funktionieren und Nahversorgung noch funktioniert und die Leute eine andere Heimatverbundenheit haben als wir. Hier ist jetzt letzte Woche ein Zeitartikel erschienen, Komm, wir ziehen aufs Land. Dort heißt der Titel, mehr und mehr Großstädte entscheiden sich für ein Leben auf dem Dorf. Mit der richtigen Einstellung, guten Ideen und schnellen Internet vereint sich dort das Beste aus zwei Welten. Und Umfrageergebnisse zeigen, dass das Interesse der Menschen an dem ländlichen Raum wieder stark zugenommen hat. Das liegt zum einen daran, dass man dort günstiger wohnen kann als in der Stadt. Aber die Möglichkeiten des Internet haben sich auch verändert, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Kommen wir zum Stichwort Finanzwirtschaft. Das ist das fünfte Geschäftsfeld der Wirtschaftsförderung 4.0. Und eins möchte ich hier rausgreifen, das ist die Regionalwelt AG. Das, wie der Name schon sagt, operiert vor allem im regionalen Raum. Jetzt hier in Freiburg gibt es auch mittlerweile in vielen Städten oder Regionen. Im Grunde ist das nichts anderes als das, eine kleine Aktiengesellschaft, wo die Bürgerinnen und Bürger aus der Region den Hof mitfinanzieren und tragfähig machen. Und das erhöht natürlich auch die Bereitschaft, denn die Produkte aus der Region zu kaufen. Ein anderes Stichwort ist das Thema Geld bzw. Gutscheinsysteme. Wir haben in Osnabrück einen Fahrstuhlhersteller gehabt, der im Frühjahr der Corona-Krise 200 € Gutscheine vergeben hat an seine Mitarbeiter, also den Mitarbeitern 200 € geschenkt hat. Und gesagt, dieses Geld könnt ihr hier in der Stadt ausgeben. Da wurden dann Geschäfte aufgelistet, wo man diese Gutscheine einlösen konnte oder wo man halt was kaufen konnte. Weil er gesagt hat, wir im Fahrzeugbau, Fahrstuhlbau haben gute Geschäfte gemacht und wir wollen jetzt diejenigen Unternehmen unterstützen in der Stadt, denen es eher schlecht gegangen ist. Und dann kamen diese 2 € den Leuten gegeben, beziehungsweise die Mitarbeiter mussten alle Bons einzeln sammeln und dann bekamen die es hinterher zurückerstattet. Viel einfacher wäre das mit einem Gutscheinsystem, wie das Linken konzipiert hat, auch im Zuge der Krise. Also ein regionales Geld sozusagen, das man aber nur in der eigenen Region ausgeben kann, in bestimmten ausgewählten Geschäften. Und so ein Gutschein, der universal einsetzbar ist in der ganzen Region, ist viel effektiver, als wenn jedes Geschäft seine eigenen Gutscheine rausgibt. Also man bindet sich da nicht an ein einzelnes Geschäft. Und in Lingen hat das sehr gut funktioniert. Dort soll das ganze Konzept mittlerweile sogar digitalisiert werden, dass man also mit dem iPhone, mit dem Smartphone den Gutschein einlösen kann, beziehungsweise das Guthaben verbrauchen kann. Kommen wir zum Stichwort Local Business. Da habe ich ein bisschen mehr zu sagen. Local Business sind ja auch zum Beispiel solche Sachen. Also die Dorfläden, die ich gerade beschrieben habe, gehören ja auch zu dem lokalen, zur lokalen Wirtschaft, aber auch so ein kleiner Metzger, von denen es in Osnabrück nur noch ganz, ganz wenige gibt. Und dieser hier, ja, der läuft einigermaßen, aber man merkt,
er hat ganz schön zu kämpfen und könnte Unterstützung gebrauchen, zum Beispiel beim Marketing. Das ist nicht so gedacht, dass man das erkennen soll, aber es gibt ganz viele Strategien, Kommunikationsstrategien für so einen kleinen Betrieb. In der Regel fehlt ihm das Know-how, um professionell auftreten zu können. Also die Website ist dann so einigermaßen okay. Und solche Kleinunternehmer zu coachen dabei, wie sie besser präsent werden können, besser sichtbar werden können, ist eine Aufgabe einer innovativen Wirtschaftsförderung. In Osnabrück hat sich ein Produzentennetzwerk gegründet auf Initiative dieser 4.0-Strategie mit ganz vielen Partnern und es ist eine Marke entwickelt worden, Vertriebskanäle, kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Hier ist ein Werkzeuggeschäft in meiner Heimatstadt Osnabrück. Das ist ein ganz kleiner, niedlicher Laden mitten in der Stadt und jedes Mal, wenn ich da was einkaufe und ich gehe da öfters hin, um halt die lokale Wirtschaft zu unterstützen, bin ich ganz verwundert, wie schafft er das nur? Ja, wie kann dieser kleine Laden überleben, wo es doch Hornbach und all die großen Konzerne, Großunternehmen gibt? Und noch dazu mit der kleinen Ladenfläche. Aber offenbar geht es irgendwie und offenbar, oder naja, ich weiß nicht, vielleicht ist auch Liebhaberei, aber wichtig ist doch, dass die Menschen nicht nur sagen, ja, das ist schön, dass wir diesen Laden haben, sondern dass sie dort auch wirklich was kaufen. Also wie ich das jetzt auch mache, müssen das viel mehr tun. Und dafür braucht es Konzepte, Strukturen, die die Leute systematisch ermuntern, in solchen Geschäften tatsächlich einzukaufen. Professionell aufziehen tut das jetzt das Horst-Konzept. Das sind auch relativ kleine, zentrale Läden für Baumarktprodukte. Die bedienen zu 80% das, was die Kunden am häufigsten kaufen. Und man darf gespannt sein, ob das erfolgreich sein kann. Jedenfalls sind das auch wieder Strukturen, die halt mehr in die dezentralen Bereiche gehen können. Die Inhaberin dieses Geschäftes hat erzählt, das war jetzt auch neulich in der Zeit oder in der Süddeutschen, dass die Leute richtig begeistert seien davon. Der Laden sei bummvoll, meinte sie, ihr Secondhand-Laden. Der sei schon vor der Corona-Krise recht beliebt gewesen, aber jetzt nach der Corona-Krise kann sie sich von Nachfrage kaum retten. Also es gibt viele Leute, die ihre Produkte, ihre Waren dort abgeben und viele Kaufinteressierte. Auch solche Dorfläden sind momentan enorm beliebt. Also die Menschen haben offenbar jetzt erkannt, dass die regionale Nachversorgung von großer Bedeutung ist. Und was die Leute wirklich schätzen, ist, dass sie ja, mit den Leuten dort reden können, dass man die Waren befüllen kann. Ich komme dann nochmal drauf zu sprechen. Mit einem Bild noch, was das gleich plakativer bringt. Eine Initiative, die deutschlandweit läuft, nennt sich Heimatshoppen oder Local Business. Das ist ja ganz banal, aber in Osnabrück läuft das nur einmal im Jahr für ein paar Tage. Dieses Aufmerksammachen, dieses Campaigning, die Menschen zu mobilisieren, bei sich in der Region einzukaufen. Und eigentlich müssten da die Einzelhändler einer Region ständig daran arbeiten, ja, dass man die Leute ermuntert, kauft bei euch in der Nähe ein. Sonst gehen die Läden kaputt und dann habt ihr keine Strukturen mehr, wo ihr mal auf kurzem Wege was einkaufen könnt. Also die Sensibilität dafür zu schaffen, ja, dass Amazon nur eine nette Sache ist, aber wenn man alles dort einkauft, dass dann alles vor die Hunde geht, ja, und Arbeitsplätze absterben, das ist den Leuten, naja, ich sag mal, irgendwie ist ihnen das schon klar. Aber jeder denkt sich, warum soll ich das jetzt machen? Ja? Also man muss die Menschen dazu bringen, dass sie kollektiv in die richtige Richtung sich bewegen. Oder die kollektiv ihre Strukturen aufrechterhalten. Ein anderes Beispiel dafür, wie Rendite aus der Region abwandert. Hier vor allen Dingen auch Städten. Jeder Pizzabäcker, jeder Asianudel oder Dönerbude, die geben jetzt alle eine Gebühr ab. Erst war es eine ganz kleine Gebühr. Mittlerweile ist eine ziemlich hohe Gebühr dafür, dass man hier bei Lieferando mit im Angebot ist. Das hat niemand gebraucht vorher. Es ist bloß irgendwie praktisch. Ja, früher haben die Leute einfach angerufen, beim Pizzabäcker, den sie sowieso kennen. Ja. Aber was hier passiert ist, Rendite wandert ab.
dieses Unternehmen hat viele Millionen investiert dafür, dass die Menschen diese App nutzen, ja, haben etwas in den Markt kreiert, jetzt nutzen die Menschen das und egal, wo Lieferando gerade seinen Sitz hat, aber die Rendite wandert ab und findet nicht in der eigenen Region statt. Ja. Und das zu mobilisieren, dass man zum Beispiel eine eigene App hat, die universell einsetzbar ist, um was zu bestellen, das könnte eine Gegeninitiative sein. Was hat der ländliche Raum überhaupt zu bieten? Wissen denn die Städter oder die Menschen, die in der Stadt leben, welche Produkte sie dort bekommen können? Das ist so eine interessante Frage, finde ich. Jetzt haben wir in Osnabrück festgestellt, dass vielen gar nicht bewusst ist, was es alles für Produkte in der Region oder in der eigenen Stadt gibt. Wir haben hier, bin auf einem Foto hier mit Christine Rother, die in dem Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 in Osnabrück gestartet ist, in der Modellphase. Und da hatten wir am Anfang so einen ganz kleinen Korb mit Osnabrücker Waren und Produkten. Und ein Dreivierteljahr später hatte sie den ganzen Tisch voll mit Sachen. Und es ist inzwischen noch viel mehr. Und Christine hat damals gedacht, ja, ich kenne hier eigentlich alles, was hier produziert wird. Das war nicht so. Selbst jemand, der sich gut auskennt, weil er kennt oft bloß einen Bruchteil dessen, was es in der Stadt oder in der Region gibt. Und die Sichtbarkeit macht, das Sichtbarmachen von dem, was man hat, das ist eine zentrale Aufgabe der Wirtschaftsförderung 4.0, also das zu unterstützen. Der Rückgang der Nahversorgung wird als Verlust an Lebensqualität empfunden. Also wenn das erstmal stattfindet, dass man im Dorf keinen Laden mehr findet oder nichts mehr, wo man einkaufen kann, oder wenn es immer weniger wird, dann verödet ja die Struktur und das führt wiederum dazu, dass die Menschen nicht geneigt sind, dort sich niederzulassen. Ja, das ist in häufigen Fällen war es eine Abwärtsspirale und das am leichtesten ist es, das zu verhindern, also zu verhindern, dass ein Laden schließt, sich darum zu kümmern, dass ein neuer Inhaber gefunden wird. Das kann man einfach sich selbst überlassen, wie die meisten das gemacht haben, aber wir sagen, die Wirtschaftsförderung kann sich darum kümmern, einen neuen Inhaber zu finden für ein Geschäft, das zumachen will. Es zumindest versuchen, ne? In Osnabrück wurde zum Beispiel ein Netzwerkworkshop durchgeführt für regionale Produkte. Solche Sachen sind wichtig. Ja, man sollte das ja gar nicht denken, aber die lokalen und regionalen Produzenten vernetzen sich in der Regel gar nicht. Also, dass man mal zusammen guckt, was ist eine gemeinsame Plattform, was könnten gemeinsame Vermarktungsstrukturen sein, wie können wir uns gemeinsam dafür engagieren, dass man besser sichtbar wird. Und was mir erst zugegebenermaßen seit einem halben Jahr so richtig bewusst geworden ist, man müsste auch dafür sorgen oder die Regionen müssten sich dafür einsetzen oder verhindern, dass immer neue Logistikzentren bewilligt werden. Das haben die Regionen ja meistens selbst in der Hand. Und wenn jemand so wie hier Zalando investieren will, dann schreit der Bürgermeister meistens Hurra, weil dann entstehen dort Arbeitsplätze. Die Gewerbesteuer kann er sich meistens gar nicht drüber freuen, weil die ja woanders abwandert. Aber der eine Bürgermeister freut sich vielleicht. Aber insgesamt vernichtet die Lieferbranche unsere Arbeitsplätze und zwar insbesondere in den das sorgt für Einfalt statt Vielfalt und Verödung statt Blüte. Und es verschlechtert, wie ich gerade beschrieben habe, die Nahversorgung und Einkaufserlebnisse in Form von Anfassen, Befühlen, sich beraten lassen, austauschen. Also diese ganzen Erlebnisfaktoren gehen dadurch nach und nach verloren und es kommt auch zu Verlust an Begegnungen mit Menschen. Ich bin gebeten worden, noch was zum Thema Mobilität zu sagen. Und zwei Stichworte zunächst hier. Wir brauchen einen Wandel der Mobilitätsstruktur. Also niemand, oder ich sage es mal anders. Der größte Quatsch ist ein Spruch wie, die Verkehrswende muss in den Köpfen stattfinden. Denn das klappt nicht. Niemand lässt seinen Wagen stehen aus Altruismus und für den Klimaschutz. Das haben wir in den letzten 30 Jahren erlebt. Wir haben alleine in den letzten 12 Jahren zusätzlich 12 Millionen Autos auf der Straße stehen. Und in den letzten 12 Jahren 7 Millionen zusätzliche Fahrzeuge. Es wird immer mehr. Und die Menschen werden erst dann ihre Mobilitätsgewohnheiten verändern. Das heißt,
aus der Region in die Stadt mit dem Bus oder der Bahn pendeln, wenn es sich besser anfühlt, das zu tun. Also es muss schneller sein mit dem Bus, aber mindestens genauso schnell. Ansonsten, oder die Radwege müssen sehr gut sein, damit die Menschen das machen. Umgekehrt ist die Bereitschaft, in den ländlichen Raum zu ziehen und zum Arbeitsort in die Stadt zu pendeln, umso größer, je besser sich das mit anderen Verkehrsmitteln als im Auto realisieren lässt. Anderes Stichwort, was hierbei jetzt eine zentrale Rolle spielt, ist das Thema Homeoffice und digitale Workshops. Ich erlebe es selbst, wir sind jetzt gerade selbst dabei. Es ist unfassbar. Wir haben so lange diese Strukturen schon für, also die Digitalisierungsstrukturen für Videokonferenzen und so weiter. Genutzt wurden sie fast nie oder höchst selten. Jetzt ist es selbstverständlich geworden. Das wird bleiben. Und das Homeoffice wird selbstverständlicher werden. Und das ist natürlich die Riesenchance für den ländlichen Raum, dass die Menschen dort wohnen und nur noch zweimal die Woche zur Arbeit fahren. Ein Wort zum autonomen Fahren. Das kann ein Hoffnungsträger sein für die Mobilität im ländlichen Raum. So ging es mal mit ersten Geschichten in den 70er Jahren los, wie das aussehen könnte. Es hat dann ziemlich lange gedauert. Heute sieht es dann bei BMW und so weiter, das sieht man kaum, dass ein autonomes Fahrzeug ist, aber irgendwann wird es mal so aussehen, wirklich Science Fiction, wie auf dem Bild aus den 70er Jahren. Aber es ist völliger Quatsch, wenn die Menschen vom Land autonom, also mit einem autonomen Fahrzeug in die Stadt fahren und das fährt allein in die Garage, da haben wir genauso viele Autos wie vorher und dieselbe Verschmutzung, denselben Verkehr, denselben Lärm. Autonomes Fahren kann aber ein Sprung in die Zukunft sein, wenn das zum Beispiel ein solcher kleiner Sammelbus natürlich nicht mit 15 km/h, sondern mit 70 km/h einen zu Hause abholt, wenn man es bestellt und einen genau passend dann zur Schnellbuslinie oder zum Bahnhaltepunkt bringt. Also zur Schnellbuslinie, die Busse fahren in dieser Vision nicht mehr durch die Dörfer und brauchen ewig, sondern fahren schnell. Und zu diesem Schnellbus wird man hingebracht mit solchen autonomen Fahrzeug. Das ist also auch viel günstiger ist als ein Linienbus und ähnliches mehr. Und dann kann das autonome Fahren zu einem Wandel der Mobilitätskultur führen. Kommen wir zum Bereich Produktion. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Die Produktion einer, ich sag mal, letzte Woche habe ich eine Lasagne gemacht. Und ich sag mal, ist kein Hexenwerk für 6 Personen, geht ziemlich schnell. Aber wir wissen, seit dem Pferdefleischskandal, dass die Tiefkühlersanier zum Standard geworden ist. Und ich sag mal, alles, was in der Lasagne drin ist, die Zutaten, kann ich zu 100% in der Region herstellen. Also man kann in einer Region zu 100% eine Lasagne produzieren. Aber der Pferdefleischskandal hat gezeigt, und das ist grundsätzlich ja so, dass die Produktion einer einfachen Tiefkühlersanier mittlerweile über die gesamte Europäische Union verteilt ist, ja, teilweise noch darüber hinaus. Das sind die längere Wertschöpfungsketten. Und die Grundidee ist, wie kommen wir wieder hin zu kürzeren Wertschöpfungsketten? Solche Ansätze gehen in diese Richtung. Aquaponik ist mehr was für Städte oder Vertical Farming. Aber interessant auch ist dieses Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Viele kennen das gar nicht, viele Landwirte kennen das nicht. Das liegt daran, weil es eine absolute Nische ist. Und weil, wenn das Leute machen, dann sind das meistens ja, ich sag mal, alternative Ökos, ja, die Welt retten wollen. Aber im Grunde ist es nichts anderes als ein Derivat, was ein Landwirt durchaus kennt. Dass also im Vorhinein seine Ernte verkauft und sicher ist, wie viel er am Ende des Jahres bekommt. Solidarisch ist an dieser Stelle nur, dass halt statt ein paar Aktionäre vielleicht 100 oder 150 oder 200 Menschen in einer Region oder einer Stadt sagen, ich übernehme einen Anteil von deiner Produktion und wenn die Ernte gut ausfällt, habe ich Glück gehabt, dann bekomme ich mehr. Wenn die Ernte schlecht ausfällt, habe ich Pech gehabt. Das Risiko wird also solidarisiert. Und damit aus dieser Nische etwas Großes und Bedeutsames wird, braucht es Impulse von außen. Förderprogramme, beziehungsweise man muss die Landwirte aktiv ansprechen. Es gibt einige Hürden, alleine schon die Rekrutierung dieser Teilhaber. Und ohne Hilfe von außen wird das nicht gelingen. Der Zeitpunkt ist günstig. Solche Regionalkisten, es gibt Dutzende, Hunderte wahrscheinlich bundesweit. Die Lieferung aus der Region hat sich in der Corona-Krise war sehr beliebt. Die kamen alle mit dem
konnten die Anfrager, die Nachfrager kaum befriedigen, konnten kaum so viele Leute einstellen, wie sie brauchten. Und diese, das ist jetzt die Zeit, zu schauen, wie können wir diese, das, was dort entstanden ist, auch an Vitalisierung und Lebendigkeit und das, was dort entstanden ist, an Bewusstsein bei den Menschen, wie können wir das stabilisieren? Noch ein Beispiel hier, Fisch vom Kutter. Das haben die Fischer, haben eine App entwickelt, die den Menschen zeigt, immer dann, wenn ein Kutter einläuft, dann kommen die Leute und holen sich dort den direkten Fisch. Was ist der Vorteil für die Fischer? Die sehen, wenn ich den Fisch direkt verkaufe, verdiene ich 5 Euro pro Kilo, wenn ich ihn zum Großhändler liefere, nur 1,50 Euro. Das ist der große Anreiz für die Händler. Meine Tochter Mia kam an und wollte neue Nike-Turnschuhe. Klar, 140 Euro muss man haben als junger Mensch. Und ich habe mir ein paar Tage später auch einen Schuh gekauft und mir ist dabei aufgefallen, ist ein Witz, der hat 150 Euro gekostet, wird aber zu 100% in Österreich hergestellt. Ein sogenannter Waldviertler. Die Menschen können davon leben, anders als bei den Nike, nicht? Können die Näherinnen nicht davon leben, sind extrem schlecht bezahlt. Dieser Schuh hat viel Schadstoffe und Chemikalien und das ist im Grunde, ja, ich sag mal, der ist so ökologisch produziert, wie es geht. Und das zeigt mir doch, es hat mir ganz frappierend gezeigt. Oder ich habe gedacht, eigentlich dürfte es doch so etwas gar nicht geben. So einen Schuh in Österreich oder Deutschland produziert. Aber gibt es doch. Weil das zum Beispiel eine Genossenschaft ist, weil die Renditeerwartung andere ist und weil bei Nike natürlich die Renditeerwartung viel höher ist. Und das Potenzial für lokale Produktion ist nach meiner Einschätzung enorm und noch viel größer als vor einigen Jahren. Turnschuhe werden lokal produziert, Trigema, jeder kennt Trigema, Textilien, eigentlich hört man ja nicht, das lohnt sich alles gar nicht mehr, geht gar nicht mehr, aber offenbar geht es doch. Was ist da eigentlich der Unterschied und warum kann das nicht wieder mehr werden? Vielleicht ist das gerade jetzt der Zeitpunkt, um solche Potenziale zu reaktivieren. Und dann gibt es vielleicht Startups. Und Startups, da denken immer nur an Leute, die Menschen an digitale Unternehmen. Aber viele Startups, wie zum Beispiel eine Genossenschaft, die starten auch klein und werden vielleicht groß und bedeutsam. Und die werden aber nicht wahrgenommen und unterstützt. Die 3D-Drucktechnologie hat das Potenzial, die regionale Wertschöpfung dramatisch zu steigern. Es ist alles noch in seinen Anfängen, aber diese ganzen Fab Labs und all diese Strukturen, die sich jetzt langsam schon entwickeln, vor allen Dingen jetzt in den Städten, aber das sind Möglichkeiten für Wertschöpfung vor Ort, also in der Region zu produzieren. Und die Techniken der Digitalisierung, Blockchain, 3D-Druck, Plattformökonomie, künstliche Intelligenz oder Internet der Dinge, all das, ja, das sind wichtige Schlagworte allgemein, aber das sind auch Stichworte, die wichtig sind für die Förderung von regionaler Wertschöpfung. Coworking Space ist jetzt ein Ding, was den ländlichen Raum wieder attraktiv machen wird. Ja, dass man zwar nicht mehr ins Büro fahren muss zum Arbeiten, aber dass man doch Leute sehen möchte. Ja? Und wenn ich halt in meiner kleinen Gemeinde mit 5000 Einwohnern, wenn man dort dann zusammenarbeitet, auch wenn alle verschiedene Sachen arbeiten, ist das eine Perspektive für den ländlichen Raum. Das Stichwort Gemeinwohlökonomie wurde mir vorher schon beim Gespräch genannt. Das sei bei Ihnen schon mal Thema gewesen. Die Wirtschaftsförderung 4.0 ist nichts anderes im Grunde als eine Förderung der Gemeinwohlökonomie. Aber hier geht es ja vor allen Dingen darum, dass Unternehmen ein Zertifikat erwerben, dass sie ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen sind. Also eine Art, also es ist eine Zertifizierung. Das wäre also im Sinne der Wirtschaftsförderung 4.0 nur eine Teilstrategie eines ganz großen Portfolios. Und eins möchte ich noch loswerden, was auch eine Rolle spielt bei diesem ganzen Konzept, ist das Stichwort sozialer Zusammenhalt. Sie haben es jetzt schon an vielen verschiedenen Stellen gehört. Es kommt zu ganz neuen Formen oder es geht darum, Begegnung und Gemeinsinn und Gemeinschaft zu stärken und dafür den Möglichkeitsraum zu schaffen. Und das ist auch insofern wichtig, weil der Wettbewerbsdruck aus den letzten 20 Jahren und die immer weitere Liberalisierung des Marktes, das die Menschen zu Egoisten erzogen hat. Konkurrenzdenken hat
uns hat mehr ein Gegeneinander gefördert, hat womöglich auch zu Nationalismus gefördert, zumindest arbeiten oder argumentieren auf dieser Basis zum Beispiel die AfD oder Marie Le Pen oder Geert Wilders. Viele Anhänger von nationalistischen Bewegungen fühlen sich von der Gesellschaft schlecht behandelt. Fürchten die Globalisierung, fürchten Fremdbestimmung, fürchten Migration und es dominiert bei vielen ein Gefühl der Ohnmacht. Und das Konzept der Wirtschaftsförderung 4.0 steht für das Füreinander und Miteinander, für sozialen Zusammenhalt. Wir bekommen Menschen Gelegenheit, wieder selbst etwas zu tun, sich einzubringen. Ja, wir schaffen hiermit Gelegenheitsstrukturen und dadurch entsteht Selbstwirksamkeit. Und das ist das beste Rezept und das erste Konzept gegen gegen Auswüchse des Nationalismus. Und in diesem Sinne, liebe deine Stadt oder liebe deine Region, danke ich Ihnen erstmal fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Kopatz. Ist immer ein bisschen schwierig mit dem Applaus hier in so Videokonferenzen. Aber ich sehe schon ein paar Hände klatschen und ich glaube, Sie hatten sehr viele wichtige Aspekte auf jeden Fall mit drin. Im Chat gab es auch schon mehrere Anmerkungen. Also bevor die Fragerunde gleich losgeht, vielleicht hier nochmal so ein paar Eindrücke. Dorothee Wagner schrieb zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass Coronas Bewusstsein bei der Bevölkerung für regionale Versorgung und regionale Unternehmen bald wieder gestärkt. Genau, und Stefan Gothe sagt da zum Beispiel auch, dass man jetzt eben neue Strukturen aufbauen muss oder bestehende Strukturen stärken muss. Ja, vielleicht auch eine spannende Frage, die wir gleich noch diskutieren können. Also ein Kommentar war zum Beispiel, unsere Produkte sind eher in der Stadt bekannt, weil sie dort abverkauft werden. Es bleibt doch leider kaum etwas im ländlichen Raum. Also da eben auch die Frage, gibt es da vielleicht bei den Teilnehmern schon ein Projekt, wo man sagt, okay, hier bleiben die Produkte tatsächlich auch in der Region oder kennen Sie vielleicht auch, Herr Kopatz, da noch Beispiele, die Sie uns nennen können? Ja, die Fragerunde ist eröffnet. Ich sehe gerade leider nicht alle Teilnehmer, aber genau, also Sie können sich jetzt gerne melden, auch vielleicht im Livestream nochmal die Anregung, dass Sie uns halt auf die E-Mail-Adresse übergang@ble.de Ihre Fragen schicken können. Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen? Sie können, wie gesagt, die blaue Hand heben oder also mit ihr Mitmoderatoren, ihr könnt ruhig auch sagen, wenn ich irgendwas übersehe, weil ich sehe gerade wirklich nicht alles. Ah, da sah ich eine Hand. Leider ist sie aufklappen. Moment. Ich sehe, Maria Schöller meldet sich. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Herr. Können Sie mich verstehen? Ja, sehr gut, danke. Gut, danke. Vielen Dank für den Vortrag, Herr Kopatz. Sehr interessant. Ich habe eine Frage zu Ihrem ersten Aspekt. Dort ging es um die Wirtschaftsförderung ohne Geld. Bei uns in der Region gibt es eine Taschengeldbörse, die aber sehr, sehr schwierig zu bewirtschaften ist, weil solche Arbeiten wie Rasenmähen nur einmal gemacht werden dürfen, weil man sonst regionalen Handwerkern oder regionalen Unternehmen Arbeiten wegnimmt. Das ist sehr streng geregelt und macht natürlich für Vereine sehr schwierig, diese Arbeiten dann auch zu teilen und zu überwachen. Wie kann man da vorgehen? Ja, es ist natürlich Unsinn, wenn es solche Regulierungen gibt. Ich bin ein ganz großer Freund von Standards und Regulierungen in meinem Konzept der Ökoroutine, über das ich heute hier nicht gesprochen habe. Aber es gibt halt auch Regeln, die Quatsch sind. Und die gehört offenbar dazu, wenn ich werde ja nicht meinen Rasen jetzt von einem Gärtner mähen lassen. Also wer macht das schon? Ja, also natürlich ist das eine Dienstleistung, die man sich gegenseitig zugutekommen lassen kann. Ich verstehe zwar das Grundproblem daran, dass es soll ja nicht alles jetzt in die Schwarzarbeit übergehen, aber
Wir haben ja zum Beispiel jetzt eine steuerliche Begünstigung, also dass Handwerkerrechnungen abgesetzt werden können von der Steuer. Und ich sag mal, es ist ja noch nicht mal Schwarzarbeit, wenn etwas ohne Geldaustausch stattfindet. Und insofern kann ich das nicht wirklich verstehen. Also dass hier, ich sag mal, bevor es irgendwie das Handwerk gefährdet, abgesehen davon, dass es jetzt ja gerade auch mega boomt, ja, also man findet ja kaum noch Handwerker, ist unheimlich schwer oder man muss lange darauf warten, bis einer da ist, dass man wirklich Angst haben muss, dass das hier ein einschränkender Faktor wird, solche Formen der gegenseitigen Hilfe und Kooperation. Also bis dahin könnte man eigentlich erstmal abwarten. Aber korrigieren Sie mich ruhig oder geben Sie ruhig, gerne nochmal direkt Rückmeldung, weshalb Sie, was Sie gerne hören würden. Ja, vielen Dank. Also das ist auch so ähnlich entspricht zu meiner Sichtweise, aber es macht natürlich die Vorschriften nicht anders, die wir hier haben. Also einmaliges Rasenmähen, ja, aber sobald es schon zwei- oder dreimal ist, sagen wir mal einmal die Woche, im ganzen Sommer, darf eben der junge Schüler, der eine Anerkennung dafür kriegt, nicht bezahlt wird, darf der nicht mehr kommen. Das ist so wer gibt das vor? Das ist so eine halb, das ist über den Kreis, über die Kreisverwaltung ein bisschen organisiert, über die Gemeinde und dort ist es vorgegeben. Den okay. Kreisweite Regelung. Die Frage, ob das überhaupt legitim ist. Aber das ist jetzt, brauchen wir jetzt nicht austauschen, aber ich habe mitgenommen, dass man da vielleicht noch dran arbeiten kann. Danke. Also, aber wir nehmen vielleicht mit, die Rahmenbedingungen müssen natürlich auch stimmen, ne? Also auf allen Ebenen. Also wenn da der Landkreis den Rahmen anders setzt oder die Bundesregierung oder die EU oder wie auch immer, dann hat man es da manchmal eben auch schwer mit solchen guten Ansätzen. Ich sehe noch eine Meldung von Lukas Dörri. Oder Dörri, ne? Ja. Ah, hallo, Dankeschön für den Vortrag und dass ich die Frage stellen kann. Ich frage mich, bei vielen Produkten ist ja die Wertschöpfung vielleicht relativ lang. Und ländliche Räume sind nun mal ziemlich reich an vielen Ressourcen. Ich sitze hier gerade im Westerwald, es gibt mega viel Holz, aber es gibt zum Beispiel kein regionales Sägewerk. Und solche regionalen Verarbeitungsstrukturen sind vielleicht auch, die fehlen einfach mittlerweile in vielen Teilen, sei es eine Molkerei, sei es eine Bäckerei, eine Mühle oder ein Sägewerk. Also für viele Produkte macht es keinen Sinn, die in einer kleinen Weise irgendwie regional zu vermarkten. Niemand kauft sich einen Baumstamm. Da würde mich interessieren, damit sind natürlich auch ziemlich große Investitionskosten und Risiken verbunden und da würde mich vielleicht Ihre Einschätzung nochmal interessieren oder vielleicht Vorschläge. Ja, danke. Ja, das kann ich jetzt nicht lösen, aber es entstehen ja neue dezentrale Molkereien, etwa im Hamburger Raum, habe ich das mitbekommen, genossenschaftlich organisiert, genau weil man halt nicht so abhängig sein will von der zentralen, von zentralen Unternehmen. Und Sie nennen damit im Prinzip ein super Beispiel dafür, dass es häufig den Impuls halt von der Wirtschaftsförderung oder von irgendwem in der Region braucht, so etwas auch anzuschieben. Also das machen ja manchmal Leute, weil ja jemand dabei ist, der sehr charismatisch ist, Leute überzeugen kann. Und dann bringt er die zusammen und dann gründet man zusammen eine Molkerei. Ein, zwei Milchbauern kommen auf die Idee, aber das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Und sich dabei coachen zu lassen oder den Anfang zu machen, die Frage wäre umgekehrt, wenn man jetzt das Angebot macht, wer von euch wäre denn bereit, daran mitzuwirken, also beziehungsweise sich zu beteiligen, dann dreht sich das wahrscheinlich schnell um, dass die grundsätzliche Bereitschaft da ist, aber keiner will allein die Verantwortung dafür übernehmen. Und das, denke ich, das Besondere daran ist, an dieser Grundidee, dass diesen Impuls halt, der kommt selten von unten von alleine, weil es oft eine Überforderung darstellt. Und das ist halt genau die Idee einer innovativen, zukunftsorientierten Wirtschaftsförderung. Okay, vielen Dank für die Antwort. Ich höre jetzt hier noch, ich sehe noch zwei Hände, allerdings klatschende Hände. Sind das Wortmeldungen? Einmal geht das an Detlef Deke.
Oder ist das nur Zustimmung? Felicitas Sieweg hat tatsächlich eine Frage, die meldet sich mit der anderen Hand. Okay, dann gebe ich Ihnen das Mikro frei. Frau Sieweg? Also beziehungsweise, ich habe es nicht selber, Sie müssen es selber anschalten. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Wir rufen Frau Sieweg, Sieweg natürlich. Ansonsten noch weitere Fragen, Anmerkungen? Michael Kügler. Da ist sie. Sie hat gerade geschrieben. War ein Versehen, okay. Michael Kügler meldet sich. Michael Kügler meldet sich. Okay, dann ja. Übergebe ich das Wort an Michael Kügler. Ja, Herr Kupertz, ich merke, Sie sind ein engagierter Osnabrücker und das ist ja ganz fantastisch. Und da sind die wahrscheinlich unendlich dankbar. Jetzt ist die Frage, wird das Rad überall mehrfach erfunden oder organisieren Sie sich so, dass man Sie auch besser hört, nicht nur in Osnabrück? Organisieren Sie sich deutschlandweit oder womöglich sogar europaweit, weil wir haben ähnliche Bewegungen in Frankreich und in Belgien und in UK. Da würde was gehen. Ja, es ist... Ich bin ja Wissenschaftler und in der Regel gibt es die Förderung eines Forschungsprojektes. Und wenn es abgeschlossen ist, ist es vorbei. Es gab eine Förderung für 3 Jahre, einen Modellversuch über 1 Jahr, der sehr erfolgreich war, gut angeschlagen hat. Und ich habe argumentiert, dass es zu wenig ist, wenn es bekannt geworden ist, wenn es funktioniert, wenn man es dann einfach fallen lässt. Ja. Also was ich jetzt hier mache, ist ja, ich rede darüber. Und dafür, dass ich das jetzt noch kann, werde ich sogar immer noch bezahlt, weil wir haben eine Förderung von 2 Jahren bekommen, mit 3 Städten, die eine Impulsförderung bekommen haben, um es auch auszuprobieren. Und wir wissen ja, Kommunalpolitiker und Menschen im Kreistag sind immer erstmal skeptisch, wenn etwas Neues kommt und vor allem, wenn man mehr Geld haben will, ist auch berechtigt. Und dann denkt man sich, ja, was bringt das schon, dieses Konzept? Und das merkt man dann, wenn man das 1-2 Jahre gemacht hat, wie jetzt in Wuppertal, Witten und Witzenhausen. Und die kommunizieren natürlich ihrerseits auch wieder darüber. Und man merkt, die Resonanz wird immer größer. Also das war schon nach der Modellphase, nach dem 3. Jahr so. Aber jetzt gibt es immer mehr Nachfragen. Manche Regionen sagen, das machen wir hier bei uns jetzt auch mal, ohne das so zu nennen, aber fühlen sich inspiriert. Und tatsächlich bräuchte man so etwas, dass man weiterhin, also das in 1 Jahr ist ja damit dann auch wirklich Schluss. Und woran ich arbeite, ist zum einen eine Agentur zu etablieren, die halt für zumindest weitere 5 Jahre das Thema bekannt machen kann, coachen kann, beraten kann, informieren kann, die ganzen guten Beispiele weiter zusammentragen kann, wie jetzt gerade das genannt wurde mit der Genossenschaft. Also was man auch braucht, sind halt so Storylines, Geschichten, die Menschen inspirieren, wo dann halt wieder Landwirte sich denken, okay, so ein landwirtschaftliches Konzept mit den Teilhabern in der Region, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und man muss sich erstmal etwas vorstellen können, so als vielleicht Option, bevor man sich überhaupt jemand einlädt, beraten zu werden. Und das ist das eine, also quasi die Netzwerkarbeit professionalisieren und dauerhaft gestalten. Und das andere wäre idealerweise ein Förderprogramm eines Bundeslandes oder am besten des Bundes, genau für so einen Impuls von 1 bis 2 Jahren. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sich diese Form dieser neuen, weiterentwickelten Wirtschaftsförderung auch etabliert. Die Bereitschaft dafür ist grundsätzlich vorhanden, aber machen wir uns nichts vor. Meistens bedeutet Wirtschaftsförderung die Ansiedlung eines neuen Unternehmens, also auf der grünen Wiese, wie erwähnt, also ein Logistikunternehmer, der in einer Region investieren will, da sagen alle Hurra. Und allein diese Erkenntnis, naja, so Hurra ist das eigentlich gar nicht, eigentlich ist das ein Problem. Ja, daran müssen wir, glaube ich, noch lange arbeiten, damit diese Sensibilität da ist. Und nur ein Wort dazu,
Was hat das jetzt überhaupt gebracht, dieser Boom des Onlinehandels? Oder der Logistiktrend. Also es werden ja so viele Logistikzentren gebaut, damit man noch schneller die Ware liefern kann. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass die Ware am nächsten Tag kommt. Also vor 10 Jahren hat man sich noch total gefreut und gesagt, wahnsinnig schnell. Heute findet man das selbstverständlich. Die weiteren Logistikzentren haben eigentlich nur den Zweck, dass man noch, also das Ziel ist es, am nächsten Tag zu liefern, ja, und womöglich später irgendwann in einigen Stunden. Und ich kann jetzt schon garantieren, dass es niemanden glücklicher machen wird, ja, wenn das noch schneller kommt. Aber die Menschen werden sich ganz schnell daran gewöhnen. Und wenn man jetzt schon nicht mehr weiß, was der zusätzliche Benefit davon ist, kann man sich schon fragen, warum macht man das überhaupt? Und genau solche Fragen, die man stellt, die stelle ich ganz gerne im Rahmen dieses Konzeptes Wirtschaftsforum 4.0. Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung von Annette Kohr, die vielleicht noch abschließend, weil dann geht es auch weiter im Programm. Ja, guten Tag, vielen Dank, Steffi. Annette Kurt, Region Gießener Land. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Kopratz, zum Start Ihres Vortrages. So ungefähr im ersten Drittel war das. Da haben Sie dieses schöne Bild entworfen von dem französischen Dorf mit Kaffee und Einkauf regionaler Produkte und der Wein aus dem Laden von nebenan. Da ist mir das Herz so richtig aufgegangen. Wir sind ja alle nicht in einem Urlaub gewesen im letzten Jahr wahrscheinlich. Und da haben Sie am Ende gesagt, warum geht das in Frankreich und in Deutschland nicht? Und diese Frage möchte ich Ihnen jetzt gerne nochmal stellen. Was ist denn Ihre Einschätzung? Warum geht denn das in einem 800-Einwohner-Dorf in Europa, in Frankreich und nicht in Deutschland? Ja, das war eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Dafür bräuchte ich vielleicht ein Forschungsprojekt. Aber wenn ich mich jetzt dem nähern wollen würde, also angenommen, ich würde jetzt eine Skizze schreiben, um Forschungsgelder zu bekommen, dann würde ich mich vielleicht mit Sozialpsychologen zusammentun, weil es hat womöglich was mit Psychologie und Mentalität zu tun, mit Heimatverbundenheit. Was ist überhaupt Lokalpatriotismus? Ja? Warum empfinden manche das? Und warum haben wir auch in Deutschland grundsätzlich die hohe Bereitschaft oder die Sensibilität für Produkte aus der Region? Ja, dieses, da komme ich her. Das ist ja identitätsstiftend. Das brauchen die Menschen. Also auch das Gemeinwesen, das ist genau das, was unser Leben ausmacht. Und das ist ganz entscheidend auch für das subjektive Wohlbefinden. Jetzt ist es aber so, dass das ist wie beim Gefangenen-Dilemma. Der Laden, also ich habe das ja wirklich erlebt. Also dieser Laden in Frankreich habe ich selber erlebt. Und ich habe es auch erlebt in einem Stadtteil von Osnabrück. Also 160.000 Einwohner, ne, gar nicht groß. Aber in dem Stadtteil, in dem mein Vater groß geworden ist, da gab es auch einen Schlachter, einen Bäcker, einen kleinen Supermarkt und was hatte ich noch für Läden. Und all das gibt es nicht mehr. Der kleine Supermarkt war dann irgendwann ein Schlecker. Und der Schlecker hat ja pleite gemacht, ist da nichts mehr. Jetzt kriegt man da wirklich gar nichts mehr. Dann war ich beim Friseur da um die Ecke, seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder. Da war tatsächlich noch der Alte, das war ein witziges Erlebnis. Und der hat mir erzählt, ja, damals war es halt so, haben selbst die Alten, die älteren Menschen, haben von ihren Kindern oder von den Enkeln sich die Milch vom großen Supermarkt auf der grünen Wiese bringen lassen. Und dann ist der Laden natürlich kaputt gegangen. Und das ist halt genau unsere Aufgabe, das Bewusstsein dafür zu schaffen, zu sensibilisieren. Also was mir da vorsteht, ist wirklich ein kontinuierlicher Strom an Informationen und Bewusstseinsmachung, damit sich das ändert. Weil einer macht das, der andere macht das auch und jeder denkt, warum soll ich jetzt bei dem vermeintlich teuren Händler kaufen? Stimmt alles gar nicht. Die Dorfläden, die es gibt, bei Ihnen ja bestimmt auch jetzt, es gibt ja reaktivierte Dorfläden. Ein wichtiges Konzept daran ist, dass Sie die Menschen aus der Gegend, die dort gelegentlich einkaufen, Teilhaber dieses Dorfladens werden. Und sobald ich Anteilseigner bin, habe ich natürlich ein ganz anderes Bewusstsein dafür, dort einzukaufen. Und das könnte eine wichtige Strategie sein, also eine kleine Genossenschaft aufzubauen. Da braucht man aber Unterstützung von außen. Es ist nicht so ganz einfach. Alleine, wie funktioniert eine Genossenschaft? Alleine rechtlich, wie kriege ich das auf den Weg? Und dafür dieses Coaching zu schaffen und naja, und irgendwann bekommen wir vielleicht auch wieder französische Verhältnisse.
Okay, vielen Dank, Herr Dr. Kopatz. Ja, ich nehme mit auch aus dem Livestream, da hat sich einer gemeldet und meinte, es wäre eine sehr erfrischende Vortragsweise, auch mal online vor so einem Bildschirm quasi einen Vortrag zu verfolgen. Also danke für diesen neuen Eindruck. Und ich will auch nochmal auf den Chat verweisen, weil da jetzt einige auch nochmal ganz gute Beispiele und Links geteilt haben. Also zum Beispiel heimatleben.bayern, Marktschwärmer, solidarische Landwirtschaft, milchhandwerk.info und gemeinschaftsgetragen. Also da lohnt es sich sicherlich auch nochmal einen Blick reinzuwerfen. Also, ja, vielen Dank, Herr Dr. Kopatz. Wir winken zurück und genau, ich frage es an Stefan, bist du bereit, die Präsi zu teilen? Vielen Dank. Genau, hier nochmal der Ausblick für morgen. Ich weiß, er kommt früh, aber es liegt einfach daran, dass wir jetzt schon für den heutigen Tag am Ende sind mit dem Livestream. Und wir wollen sie natürlich auch noch im Livestream verabschieden. Man sieht, die dunkelroten Bereiche sind die für morgen, wo man dann auch im Livestream teilnehmen kann. Also da ist dann durchaus mehr Möglichkeit, an der Veranstaltung auch teilzuhaben. Es geht um 9.30 Uhr los mit der Begrüßung. Dann werden wir die Workshop-Ergebnisse von heute präsentieren. Und dann gibt es 2 Stunden Impulsvorträge, einmal von Frank Bartet vom BML, der sowas zum aktuellen Stand zu LIDA und so sagen wird. Ein Petscher-Kutscher-Vortrag von Stefan Kemper und Josef Bühler von Neuland Plus wird verschiedene Brückenstrategien für die Übergangszeit vorstellen. Dann geht es wieder in die Workshops und am Ende werden wir nochmal die Workshop-Ergebnisse präsentieren. Auch gerne nochmal für alle, die dann auch im Livestream dabei sind. Und einen kleinen Ausblick werden wir dann auch noch geben. So,